Herzlich willkommen bei Jura Online zum Fall des Monats im Strafrecht. Wir wollen uns heute eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 20.02.2024 ansehen zum Thema Rechtswidrigkeit von Blockadeaktionen zugunsten des Klimaschutzes. Starten wir mit dem Sachverhalt. Der A ist Mitglied des Aktionsbündnisses Aufstand der letzten Generation. Zusammen mit anderen setzte er sich im Februar 2022 auf die Straße und klebte eine Hand mit Sekundenkleber an der Fahrbahn fest. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Die Polizei konnte die Hand schließlich mit Lösungsmitteln von der Fahrbahn lösen und A wegtragen. A wollte damit auf die Lebensmittelverschwendung und die gravierenden Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Das Oberlandesgericht musste sich nun mit der Strafbarkeit des A wegen Nötigung gemäß § 240 StGB befassen. Schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau des § 240 an. Im objektiven Tatbestand prüfst du zunächst die Nötigungshandlung, die entweder in der Gewalt oder in der Drohung besteht. Als nächstes musst du dich dann fragen, geschah diese Nötigungshandlung gegen oder ohne den Willen des Opfers? Denn 240 schützt die Freiheit zur Willensentschließung und Willensbetätigung, will heißen, ist das Opfer mit der Anwendung der Gewalt oder Drohung einverstanden, dann ist das schon auf Tatbestandsebene relevant und nicht wie sonst auch im Rahmen der rechtfertigenden Einwilligung auf der Ebene eben der Rechtswidrigkeit. Als abgenötigtes Opferverhalten prüfst du dann, ob das Opfer gehandelt hat, etwas geduldet hat oder etwas unterlassen hat. Da wir eine Handlung und einen Erfolg haben, brauchen wir als Bindeglied dazwischen die Kausalität und die objektive Zurechnung. Dann kommt der subjektive Tatbestand Paragraph 15, der Täter muss vorsätzlich handeln und dann die Rechtswidrigkeit. Und zunächst einmal prüfst du wie immer die allgemeinen Rechtfertigungsgründe und erst, wenn du diese verneinst, danach die Rechtswidrigkeit gemäß Absatz 2. Die Nötigung, ebenso wie die Erpressung, ist ein sogenannter offener Tatbestand. Das heißt, die Verwirklichung des Tatbestandes indiziert nicht die Rechtswidrigkeit, diese muss vielmehr positiv festgestellt werden. Als letztes prüfst du dann wie immer die Schuld. Starten wir mit dem objektiven Tatbestand und dort mit dem problematischen Tatbestandsmerkmal der Gewalt. Der Gewaltbegriff hat unterschiedliche Definitionen im Laufe der Zeit erfahren, bis hin zum sogenannten vergeistigten oder entmaterialisierten Gewaltbegriff des BGH, den das Bundesverfassungsgericht allerdings kassiert hat. Der BGH war seinerzeit der Auffassung, dass eine reine körperliche Anwesenheit, die nur zu einem psychischen Zwang führt, Gewalt sei. Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass dieser weite Gewaltbegriff gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstößt. Was ist nun Gewalt? Schauen wir uns eine Definition des BGH an gewalt ist körperlich wirkender zwang durch die entfaltung von kraft oder eine physische einwirkung sonstiger art die nach ihrer zielrichtung intensität und wirkungsweise dazu bestimmt und geeignet ist die freiheit der willensentschließung oder betätigung eines anderen aufzuheben oder zu beeinträchtigen in dieser definition erkennst du bereits die zwei formen der gewalt nämlich wies absoluter die Freiheit wird aufgehoben oder, wie es kompulsiver, die Freiheit wird beeinträchtigt. Diese beiden Erscheinungsformen sind gleichermaßen relevant für Paragraph 240 Absatz 1. Diese Entscheidung nennt man die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung des BGH, aus der die eben genannte Definition stammt. Was hat der BGH gemacht? Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat er seinerzeit gesagt, es mag sein, dass die erste Reihe der herannahenden Autofahrer, die zwar über einen am Boden sitzenden hinwegfahren könnten, es aber, weil sie ihn verletzen würden, nicht tun, es mag sein, dass diese erste Reihe nicht genötigt ist. Das lassen wir aber dahingestellt sein, denn jedenfalls ist es die zweite Reihe und alle nachfolgenden Reihen. Denn die zweite Reihe der herannahenden Autofahrer, die kann nun nicht mehr weiterfahren, weil es eine physische Einwirkung sonstiger Art gibt. Es gibt nämlich Autos, die vor ihnen stehen und die als körperliches Hindernis dazu führen, dass die zweite Reihe und alle nachfolgenden Reihen nicht mehr weiterfahren können. Streng genommen ist das eine Nötigung in mittelbarer Täterschaft. Der zunächst als erster an das Hindernis heranfahrende Autofahrer ähm, ist gerechtfertigt, gemäß 34, hat also einen Strafbarkeitsmangel, der von dem vor ihm sitzenden herbeigeführt wurde. Mithin hat also der, der vor ihm sitzt, Tatherrschaft. Unter Bezugnahme auf diese zweite Reihe Rechtsprechung hat das OLG die Gewalt bejaht. Stellen wir uns nun aber einmal kurz die Frage, ob nicht auch der erste Autofahrer, der an das Hindernis heranfährt, schon genötigt sein könnte, ob also nicht das Festkleben aus sich heraus, ohne dass es eines weiteren herannahenden Autofahrers bedarf, der dann wiederum den zweiten blockiert, gewalt sein könnte. Hier hilft uns eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin, abgedruckt in der NJW 2023-2792. Und das Kammergericht Berlin hat Gewalt unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum untereinander anketten bejaht. Was bedeutet nun das? Bei dem Fall, den das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, haben Sitzdemonstranten sich untereinander angekettet und dann schließlich am Ende der Reihe an eine Laterne gekettet. Hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass diese Demonstrierenden mehr tun, als einfach nur physisch anwesend zu sein. Durch das Anketten schaffen sie ein eigenes Hindernis körperlicher Art, welches Gewalt darstellt. Und Bezug neben darauf hat das Kammergericht Berlin gesagt, dass auch das reine Sitzen und Festkleben der Hand bereits Gewalt sei. Du kannst also die Tathandlung im objektiven Tatbestand bejahen. Das Ganze geschah auch gegen den Willen der herannahenden Autofahrer. Diese wurden zu einem Handeln genötigt, nämlich dem Anhalten. Und Kausalität und objektive Zurechnung kannst du unproblematisch bejahen, genauso wie den subjektiven Tatbestand. Kommen wir damit zur Rechtswidrigkeit. Und bevor wir in die Rechtswidrigkeit nach Absatz 2 einsteigen, befassen wir uns einmal mit den allgemeinen Rechtfertigungsgründen. Das OLG Karlsruhe hat dies unter Verweis auf die Entscheidung des OLG Schleswig äh, recht knapp gehalten. Weswegen wir diese Entscheidung des OLG Schleswig jetzt mal heranziehen wollen, die ist aus dem Jahr 2023, und uns zunächst mal fragen wollen, liegt nicht eventuell ein rechtfertigender Notstand vor. Dafür brauchen wir zunächst einmal eine Notstandslage. Notstandslage ist eine gegenwärtige Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut. Nach herrschender Meinung sind das sowohl Individualrechtsgüter als auch Universalrechtsgüter. Ausreichend ist eine sogenannte Dauergefahr. Das heißt, der Eintritt des Schadens ist wahrscheinlich, auch wenn er noch in ferner Zukunft liegt, jedoch nur durch sofortiges Handeln sicher verhinderbar. Eine solche Notstandslage hat das OEG Schleswig in einem vergleichbaren Fall bejaht. Es hat ausgeführt, dass zum einen eine Gefahr für das Erdklima bestehe, also ein Universalrechtsgut, und aufgrund der Folgen des Klimawandels gleichzeitig auch eine Gefahr für Leibleben, Eigentum und andere Rechtsgüter des Einzelnen. Da der Eintritt des Schadens nicht unmittelbar bevorstehe, so das OEG Schleswig, handelt es sich um eine Dauergefahr. Damit haben wir eine Notstandslage. Kommen wir zur Notstandshandlung. Die Notstandshandlung muss erforderlich, angemessen und verhältnismäßig sein. Erforderlich ist die Verteidigung, wenn sie geeignet ist und das mildeste Mittel darstellt, wie bei 32 also auch. Und hier gibt es schon die ersten Zweifel. Es ist nämlich fraglich, in unserem Fall, ob der Stau geeignet ist, die Lebensmittelverschwendung und den Klimawandel zu stoppen. Der Stau wird medial begleitet, erreicht, erreicht also auch ein großes Publikum und erzeugt Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig wird dadurch weder die Lebensmittelverschwendung beseitigt noch der Klimawandel gestoppt. Deswegen kannst du schon an dieser Stelle die Voraussetzungen des Paragraphen 34 verneinen. Letztlich ist der, äh, die Blockadeaktion aber nicht die angemessene Verteidigung da die Rechtsordnung abschließende Sonderregelungen beinhaltet, nämlich zum Beispiel Klagen oder angemeldete Demonstrationen oder Wahlen. Zu diesem Urteil ist im vergleichbaren Fall auch das OLG schleswig gekommen. Das OLG hat sich darüber hinaus noch mit weiteren Rechtfertigungsgründen befasst und zwar dem ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund des Zivilen ungehorsams. Hier hat es wiederum Bezug genommen auf eine Entscheidung des bayerischen Oberlandesgerichts auch aus dem Jahr 2023. Ähm, da es sich hier um etwas handelt, was sich zugunsten des Täters auswirkt, ist das Analogie- und Gewohnheitsrechtsverbot aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz nicht einschlägig. Letztlich hat man aber den zivilen Ungehorsam verneint. Das bayerische Oberlandesgericht hat ausgeführt, ziviler Ungehorsam sei ein Rechtsbruch, der die innerstaatliche Friedenspflicht verletze. Eine Rechtfertigung kommt nicht in Betracht, wenn die Handlung zur Erzwingung öffentlicher Aufmerksamkeit gezielt in die Rechte Dritter eingreift. Schließlich hat sich das Oberlandesgericht Schleswig noch mit dem Widerstandsrecht gemäß Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz befasst und ist zum Ergebnis gekommen, dass auch dieser nicht vorliegt. Es hat ausgeführt, es liegt weder ein Staatsstreich von oben, also durch staatliche Institutionen, noch ein Staatsstreich von unten, also durch gesellschaftliche Kräfte vor. Da das Thema nicht nur politisch interessant ist, sondern aufgrund der Vielzahl der Entscheidungen der Oberlandesgerichte im letzten Jahr und auch schon in diesem Jahr, Solltest du dich in einer Klausur, so ist dir denn alsbald begegnet, wovon ich mal ausgehe, mit allen genannten Rechtfertigungsgründen befassen. Im Ergebnis wirst du sie entsprechend der genannten Entscheidungen der drei Oberlandesgerichte ablehnen können. Kommen wir damit zu der Rechtswidrigkeit, die im Anschluss gemäß 240 Absatz 2 zu prüfen ist. Dort geht es um die Verwerflichkeit der Nötigung, und diese Verwerflichkeit kann sich ergeben aus dem Zweck, aus dem Mittel und aus der Zweckmittelrelation. Beim Zweck ist darauf zu achten, dass damit ausschließlich das abgenötigte Opferverhalten gemeint ist und nicht sogenannte Fernziele. Das Ziel unseres A, die Lebensmittelverschwendung zu stoppen und darüber hinaus die Erderwärmung, sind also für die Verwerflichkeitsprüfung im Hinblick auf den Zweck nicht relevant. Wie wir gleich sehen werden, ist das Ziel gleichwohl relevant bei der Abwägung. Allerdings bleibt es dabei, der Zweck ist das abgenötigte Opferverhalten. Das Mittel ist Gewalt oder Drohung. Es wäre allerdings verfehlt auszuführen, dass schon die Anwendung der Gewalt die Verwerflichkeit begründe, denn wäre dies der Fall, wäre Absatz 2 überflüssig. Und schließlich kann es sein, dass sowohl der Zweck legitim ist als auch das Mittel, sich die Verwerflichkeit aber aus der Zweck-Mittel-Relation ergibt. An dieser Stelle hat das Oberlandesgericht Karlsruhe deutlich gemacht, dass die Verwerflichkeitsprüfung Ausdruck des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sei. Bedeutet für dich in deiner Klausur, du stellst nun zwei Grundrechte einander gegenüber. Auf der einen Seite hast du die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz und auf der anderen Seite die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Und wie eine solche Wertung jetzt vonstatten gehen kann, das schauen wir uns anhand der Begründung des Oberlandesgerichts einmal näher an. Das Oberlandesgericht hat zunächst ganz allgemein ausgeführt, der Einsatz des Mittels der Beeinträchtigung der Interessen, Dritter oder der Allgemeinheit, ist zu dem angestrebten Versammlungszweck bewertend in Beziehung zu setzen, um zu klären, ob eine Strafsanktion angemessen ist. Und wie das geschieht, dieses in Beziehung setzen, das gucken wir jetzt mal anhand der wesentlichen Aspekte, die du der Entscheidung entnehmen kannst. Wie immer rate ich, die Entscheidung auch mal nachzulesen und sich nicht nur diese Besprechung hier anzuschauen, denn wir konzentrieren uns natürlich auf die wesentlichen Punkte. Also, was sind die wesentlichen Aspekte der Abwägung? Das Oberlandesgericht hat gesagt, Sie müssen zunächst einmal gucken, wurde die Blockade rechtzeitig angekündigt oder kam sie überraschend? Wie lange hat sie gedauert? Nur wenige Minuten oder mehrere Stunden? Gab es Ausweichmöglichkeiten, auf die auch vorher hingewiesen wurde, sodass die Autofahrer diesem ganzen, dieser ganzen Blockadeaktion nicht begegnen mussten? Und, ganz wichtig, steht die Aktion in einem inneren Zusammenhang mit dem Thema, um das es geht? Wohlgemerkt, es geht nicht um... Lebensmittelverschwendung als Zweck, sondern es geht hier um die Verhältnismäßigkeit. Gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen der Blockade der Autofahrer und dem Thema Lebensmittelverschwendung? Das gibt es selbstverständlich nicht. So auch schon das OLG Karlsruhe. Das konnte das Oberlandesgericht nicht entdecken. Wenn es um den Klimawandel geht, gibt es diesen inneren Zusammenhang noch eher. Da allerdings das Amtsgericht nicht hinreichend festgestellt hatte, wie lange die Blockade dauern sollte, ob es Ausweichmöglichkeiten etc. pp gab, hat das Oberlandesgericht das Urteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Für dich in deiner Klausur, du kannst dich an diesen genannten Punkten orientieren. Und dann mit entsprechender Begründung im Ergebnis vieles vertreten. Es hat auch schon eine Vielzahl von Amtsgerichten gegeben, die die Verwerflichkeit der Nötigung verneint haben. Bislang wurden alle Entscheidungen auf der Ebene der Oberlandesgerichte wieder kassiert. Aber nichtsdestotrotz befindest du dich hier auf einer Wertungsebene und mit überzeugender Argumentation kannst du hier zu jedem Ergebnis kommen. Gucken wir uns ganz zum Schluss die Leitsätze der Entscheidung an. Der wichtigste Leitsatz, erstens bei Blockadeaktionen mit Versammlungscharakter, ist bei der Prüfung der Verwerflichkeit eine Beurteilung aller für die Mittelzweckrelation wesentlicher Umstände und eine Abwägung der auf dem Spiel stehenden Rechte, Güter, Interessen nach ihrem Gewicht im jeweiligen Einzelfall vorzunehmen. Und jetzt wichtig, ohne dass das mit der Blockade verfolgte inhaltliche Anliegen bewertet werden darf. Der Tatrichter oder die Richterin darf also nicht sagen: Boah, Klimaschutz finde ich super. Äh, Verwerflichkeit minus oder Lebensmittelverschwendung, was für ein Blödsinn, Verwerflichkeit plus. Darum geht es nicht. Das inhaltliche Anliegen wird nur in Relation zur Blockadeaktion gesetzt und es wird gefragt, ob es einen inneren Zusammenhang gibt. Das ist ein Unterschied. Und der zweite Leitsatz, der hier im vorliegenden Fall relevant war. Um die so vorgenommene Bewertung nachvollziehbar zu machen, müssen die tatsächlichen Grundlagen der im Einzelfall wesentlichen Umstände im Urteil festgestellt sein. Das war ein kleiner Satz fürs Hausaufgabenheftchen des Amtsgerichts. Ich habe ihn trotzdem mit aufgenommen, weil es für dich in der Klausur ein kleiner Reminder ist, dass du anhand des Sachverhalts, der dir ja vorgegeben ist, bitte umfangreich alle Sachverhaltsangaben ausschöpfst. Und auf Basis dieser Angaben dann zu einem vertretbaren Ergebnis kommst. So viel zum Strafrechtsfall des Monats. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir in deinen Prüfungen viel Erfolg.